Okay, Entschuldigung. Ich habe jetzt mal irgendwie kurz meine Konzentration durchbrochen, weil mir eine meiner persönlichen, absoluten Lieblingsstories eingefallen ist. Kennt ihr noch die Geschichte von dem Fußballspiel, bei dem so nebelig war, dass der Radiomoderator nichts mehr gesehen hat und deswegen den Fernseher eingeschaltet hat, um den Fernsehkommentatoren zuzuhören und einfach nachzuplappern, was die gesagt haben, ohne aber dabei zu wissen, dass die Fernsehkommentatoren, die überhaupt nichts gesehen haben, das Radio eingeschaltet haben und einfach nachgeplappert haben, was er gesagt hat. Das Bild, das man im Fernsehen übertragen bekommen hat, war ungefähr so. Und dazu haben dann einfach Kommentatoren Blödsinn gelabert. Immer noch meine Lieblingsgeschichte zum Thema Nebel, wobei ganz ehrlich, die von Stephen King ist auch nicht so schlecht. Vor allem, wenn man dann an die Verfilmung von Frank Darabont denkt und das neue, großartige Mediabook von Birnenblatt. Und ganz ehrlich, dass ich da jetzt auf die Epic Trailer Voice gehe, das ist nicht wahnsinnig überraschend, weil dieses Mediabook ist tatsächlich eines der genialsten Teile, die ich seit langem gesehen habe. Und trotzdem ist es Birnenblatt gelungen, dass ich da, wie ich das Mediabook von Pretz Media abgeholt habe, lange überlegt habe, ob ich mir wirklich dieses geniale Motiv, ich nehme mal an von Ralf Krause, aber ich habe seinen Namen noch nicht irgendwo entdeckt, oder aber das Cover B-Motiv mit der Taschenlampe und diesem gezeichneten Ungeziefer drauf, das finde ich auch grenzgenial. Aber trotzdem war es dann im Endeffekt das, was mich überzeugt hat. Bei Orphan werde ich wahrscheinlich noch relativ lang warten, weil da gefällt mir irgendwie kein Cover so unheimlich gut. Aber beim Nebel war es klar, ich mag den Film urgern und dieses Cover ist, finde ich, einfach nur bezeichnend für den Film. Ich liebe es einfach, was da für Details in eben dieser nebulösen Detailarmut stecken. Einerseits, wie hier links oben einfach in den Nebel das Wort Nebel hineingeschrieben ist, oder eben auch diese nur angedeuteten Monster, die wir hier sehen, auch finde ich eben wunderschön, wie diese Tür und dieser Türrahmen nachempfunden ist mit dem blutigen Handabdruck, der mittlerweile legendär ist, war der ja schon auf der alten DVD-Collection von Universum Film vertreten, mit eben den beiden Charakteren, die einfach in das undefinierbare, nebelige Etwas schauen. Das ist genial, vor allem, weil dann mehr oder weniger dieses Artwork auch noch auf den Spine weitergeht, auch da wiederum Nebel mit dem Schriftzug, auch da wieder etwas Metall und auch hier im auf dem Backcover einfach nur der Blick durch das Fenster auf einfach den Nebel mit zwar einem Auto und irgendwelchen heruntergekommenen Straßenschilder, der war da vorher schon oben. Und außerdem dann halt unten, wie bei Birnenblatt gewohnt, klein den Credits bzw. dem Hinweis auf die individuelle Limitierungsnummer, in meinem Fall die Nummer 106 von 555, sieht einfach nur geil aus, wie sich nämlich eben auch das Backcover noch auf den Spine fortsetzt, dass das zumindest eine Einheit bildet, ist einfach wirklich ein wunderschönes Motiv, das absolut perfekt zu diesem Film passt. Drinnen wartet dann auf der einen Seite der Film als Blu-ray-Disc, auch hier ein sehr nebulöses Motiv eigentlich, wobei ich das, was ich relativ cool finde, ist, dass wir hier ein Artwork haben eben von dem Charakter mit seiner Axt und dass sich dieses Motiv eben auch auf die Disc fortsetzt, wobei hier auf der Disc dann mehr oder weniger der Nebelfilter ist und die Axt auf der Disc deutlich weniger deutlich zu erkennen ist, als im Innenartwork von dem Mediabook an sich. Das ist wunderbar. Auch dasselbe Spiel auf der rechten Seite, da gibt es, finde ich, ein eigentlich noch viel cooleres Motiv mit dem Auto und mit dem Blick in das nebulöse Ungewisse, weil hier schauen wir ja tatsächlich eigentlich fast in eine einheitliche Nebelwand. Das ist echt wunderbar und echt gruselig, wie von dem Film gewohnt. Und dafür gibt es aber auch eben hier bei dem Charakter auf der Disc einen etwas nebulöseren Rücken als hier. Das passt einfach perfekt zusammen und passend dazu übrigens als zweite Disc in dem Mediabook nicht einfach nochmal den Film als DVD, sondern das Hörspiel Der Todesnebel von
John Sinclair. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil John Sinclair habe ich als Jugendlicher wahnsinnig gern gelesen. Habe auch einige Hörbücher daheim und da noch jetzt ein neues dazu zu bekommen, einfach so als Bonus, finde ich echt geil. Wir finden als Bonusmaterial, wir finden einerseits auf der Blu-ray die Kinofassung des Films, wir finden die Director's Choice nur in SD offensichtlich, das ist die Schwarz-Weiß-Fassung mit tatsächlich an einer Stelle minimal abweichendem Schnitt, Bonusmaterial und eben die Audio-CD mit dabei, Birnen-Extrablatt Nummer 8, wieder mit einem Text von Jonas Hoppe und sehr schön gestaltet, wie natürlich gewohnt von den Birnen-Extrablatt-Mediabooks. Eine sehr, sehr, sehr coole Sache, finde ich. Echt eine der besten Stephen King-Verfilmungen, bin ich fast der Meinung, weil mich hat der damals, ich habe ihn erst einmal gesehen, aber damals hat mich der echt begeistert. Aber was mich jetzt in erster Linie begeistert, ist dieses wunderschöne Mediabook.